Willkommen zur Pressekonferenz nach Spiel 1 der Viertelfinalserie der diesjährigen Playoffs zwischen den Bietigheim Steelers und den Bayreuth Tigers. Endstand vor 2786 Zuschauern, 5:2 für Bietigheim. Links neben mir der Trainer der Gäste, Sergej Wassmüller, rechts neben mir unser Coach Kevin Godet. Wie immer das Wort zuerst zum Spiel von unseren Gästen. Sergej, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, hallo, guten Abend. Natürlich als erstes gratuliere Kevin und Bietigheim Mannschaft zum Sieg. Ja, das war ein guter Anfang von uns. Erster Drittel zu Recht in Führung gegangen. Wir haben diesen Anlauf genommen, in den Körper gut gespielt, Räume eng gemacht. Und dann ab zweiten Drittel Bietigheim hat sie seine Vater gefunden, hat das mehr ins Spiel investiert, auch Torchancen verarbeitet und dann im letzten Drittel, diese 3-2, 4-2, war schon schwierig zurück wieder zu kommen. Von daher, gut, vielleicht ist noch ein bisschen Kräfte nachgelassen, aber wir müssen jetzt in kurzer Zeit wieder regenerieren, alle Kräfte mobilisieren und versuchen dann am Freitag zu Hause wieder gewinnen oder so, und dann versuchen, das ist natürlich wieder in die Serie zurückzukommen. Ja, war ein guter, attraktiver Spiel, denke ich, für die Zuschauer, sehr interessant. Und wie gesagt, sehen Sie uns dann hier am Sonntag nochmal. So sieht's aus. Danke, Sergej. Kevin, deine Stimme zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Die schwer erwartete Spiel. Natürlich, wir haben nicht für 10 Tage gespielt und die Bayreuther sind Playoff bereit. Ja, 3 harte Spiele in 5 Tage. Es ist ein bisschen Nachteil für das, natürlich vielleicht mit die Beine, aber die Anfang, sie haben gezeigt, dass sie sind Playoff fertig. Sie sind bereit, sie war, wie ich Sergej hat gesagt, sie war sehr präsent. Wir haben nicht viel Chancen gehabt und man könnte sagen, dass sie war die bessere Mannschaft. Und wir haben die Fahne gefunden in die zweite Drittel, viel besser ins Spiel gekommen. Und es war einfach hart, you know, der war 3-2, der war ein paar Chancen, wo das hätten auch 3-3 gewesen. Und das ist der Liga diese Saison, ne? Das ist jedes Jahr seit mein 15. Hälfte Jahr, die Liga ist besser geworden. Und das ist so. Und da gibt's kein Geschenk, besonders im Playoff. Bin sehr stolz, dass wir einen Weg gefunden haben, zurückzukämpfen und das Spiel zu gewinnen, weil wir wissen, in Bayreuth ist verdammt schwer. Es ist eine der besten Heimmannschaft der Liga. Sie haben alle geschlagen da und ich erwarte die härteste Spiel des Jahres da an Freitag. Dankeschön. Danke, Kevin. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja. Du hast den Rottmann draußen gelassen. War es schwer, ihm das zu erklären? Weil du hast ja 5 Kontingentspieler. Frage geht an Kevin Godet. Marcel Rottmann heute leider auf der Tribüne. War es schwer, ihm diesen Schritt ja zu erläutern? Sehr schwer. Die Wahrheit ist, wir haben einen Ausländer, das ist top, und das ist Matt McKnight. Und er ist Spiel des Jahres für einen Grund. Alle anderen haben die ganze Saison Verletzung gehabt. Sind nicht 100%. Kelly natürlich ein Jahr verpasst. Wrigley hat mehrmals verletzt, Weller. Und sie brauchen auch Zeit zu spielen. Und das war eine sehr, sehr harte Entscheidung. Und am Ende, wir haben einfach entschieden, weil das so hart war, dass wir fangen an mit die 4 Spiele, das hat angefangen die Saison. Das war der Grund. Und ja, wir werden weiter sehen, wie das geht. Gibt es weitere Fragen? Ja. Frage geht erneut an Kevin Godet. Freddy Cabana, wann ist mit ihm wieder zu rechnen? Ja, Freddy und Sommerfeld natürlich. Sommerfeld ist trainiert jetzt, aber natürlich ist ja eine kurze Zeit hier. Und Freddy ist, es ist so viel Pech. Ich habe nur über Pech gesprochen diese Saison mit zu Verletzungen. Aber kannst du einen Schuss in Training genau zwischen die Schlittschuh und die Schütze und ja, es fällt jetzt 3 Wochen aus. Ganz ehrlich, wir wissen noch nicht, wir hoffen natürlich, aber das ist eine Verletzung, das muss geheilt. Und wir wissen nicht genau, wie lange. Gibt es weitere Fragen? Dem scheint mir nicht so. Dann wünschen wir unseren Gästen erst einmal einen guten Nachhauseweg nach Bayreuth.
Wie Serge ja schon gesagt hat und der Kevin auch, am Freitag um 20 Uhr geht's mit Spiel 2 im Tigerkäfig weiter und am Sonntag dann Spiel 3 um 17 Uhr hier wieder in der EG Trans Arena. Bis dahin allen eine gute Woche. Ade.